Happy Juni, ihr süßen Mäuse. Es ist wieder soweit. Ein neuer Monat, ein neuer DM-Neuheiten-Haul. Ich war im DM und habe wirklich, ja, so ein paar Schnapperchen gefunden. Ein paar Produkte, wo ich wirklich gedacht habe, ich glaube, ich spinne. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren keine Zeit und hüpfen direkt ins Video. Wenn ihr dieses Video seht, sind wir schon verheiratet. Ich freue mich sehr drüber. Es war mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Feierlichkeit. Wie es wirklich war, seht ihr in den nächsten Tagen. Ich drehe das Video nämlich jetzt vor, dass wenn wir von der Hochzeit zurückkommen, ich natürlich mich nicht sofort hier wieder ins Studio setzen muss. Aber wir haben geheiratet, wenn dieses Video online ist und ich freue mich darüber sehr. Worüber ich mich auch sehr freue, ist ein neuer DM-Haul. Ich war nämlich jetzt schon schnell bei DM und habe geschaut, was es so Neues gibt. Und ich würde vorschlagen, weil wir wirklich so viele Produkte haben, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und starten mit dem ersten. Und das ist von Invisibobble ein Powerhold Haarspray. Invisibobble kennen wir, das ist ja die Marke, die üblicherweise diese Telefonkabel-Zopfgummis macht. Habe ich keinerlei Erfahrungspunkte mit. Ich glaube, ich habe letztes Jahr mal, warum auch immer, einen Invisibobble Adventskalender ausgepackt. Hätte ich mir auch sparen können. Aber Invisibobble, machen sie ganz spannend, gehen jetzt einen Schritt weiter in die kosmetische Abteilung und haben jetzt ein Haarspray rausgebracht. Powerhold mit UV-Schutz. Das Thema werden wir gleich nochmal haben. Extra Strahlgehalt bis 48 Stunden, ohne Beschweren, ohne Verkleben und ohne Silikone. Vegan Keratin Repair Hair Love Tech. Das Haarspray soll alles können. Also es soll ja wirklich hier, so wie das hier schon aufgemacht ist, sehr, sehr viel können. Wir probieren es mal aus. Ich habe nämlich noch kein Haarspray drin heute. Es riecht gut, ein bisschen fruchtig, ein bisschen frisch. Es fühlt sich sehr gut an. Jetzt so vom ersten Eindruck her würde ich sagen, ja. Also es fühlt sich wirklich nicht schwer an. Ich benutze ja sonst immer dieses Gelbe von Gatubi oder das Pinke mittlerweile auch sehr gerne. Das ist natürlich sehr klebrig. Das ist eher so für die sportlichen Kurzhaarfrisuren wie meine. Ich glaube, das gibt einfach so ein bisschen Halt, ohne dass es wirklich so schwer ist. Ich mag es ganz gerne, wenn es ein bisschen schwerer ist. Aber um so ein bisschen Volumen reinzukriegen, vielleicht kopfüber reinsprühen, fertig, könnte das eine gute Sache sein. Habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ja so ein bisschen vorsichtig, was die Düfte von Haarsprays angeht. Da bin ich sehr, sehr picky. Ich weiß, viele lieben das Elnett-Haarspray. Da kriege ich einen Brechreiz. Tut mir leid. Da bin ich wahrscheinlich aber auch ein bisschen vorbelastet mit. Als ich noch früher von vielen Make-up-Artists geschminkt wurde und auf vielen Beauty- und Fashion-Events war und fertig gemacht wurde von anderen Leuten. Ich wurde wirklich ertränkt in diesem Elnett-Haarspray damals. Da standen dann 4, 5 Leute um dich herum und einer sprühte ins Gesicht, einer sprühte dieses Haarspray an die Beine. Überall dieses Elnett-Haarspray, weil das ja auch so einen Schimmerglanz auf der Haut hinterlassen hat. Also, ne, heute würden wir uns einfach eincremen oder ein Öl benutzen, aber damals wurden unsere Arme, unsere Beine mit Haarspray eingesprüht, damit das so glänzend ist, die Haut. Totaler Quatsch. Und dieser Duft, oh, da kriege ich wirklich wirklich Probleme. Wo ich vielleicht Probleme kriege, wir haben viel Duftthematik heute. Rexona. Rexona ist ehrlich gesagt so eine Marke gewesen, an der ich immer irgendwie vorbeigegangen bin, was Deos angeht. Und ich weiß, viele schwören auf die Rexona Deos. Und das hat mich jetzt aber doch irgendwie angesprochen. Rexona Maximum Protection Aerosol. 3x Schutz bei Stress, Hitze und Bewegung. Extremer Schweißschutz mit Wassermelone und Kaktuswasserduft. 96 Stunden Antitranspirant. Packaging wirklich sehr, sehr süß mit dem Melonen. Und Wassermelone kann extrem lecker sein oder ein totaler Flop sein. Das riecht wie jedes andere Deo auch. Wirklich, es riecht wie jedes andere Deo auch. So pudrig. Es riecht sehr, 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 sehr gut. Versteht mich nicht falsch. Aber würde ich jetzt nicht unbedingt die Wassermelone da entdecken oder auch das Kaktuswasser. Weiß nicht, was das sein soll. Aber Rexona weiß ich, das sind so, also gerade diese Cremedinger waren ja, glaube ich, immer sehr beliebt bei euch. Habe ich mir jetzt mal mitgenommen. Ich kombiniere ja meistens Deos einfach, je nachdem, was ich vorhabe. Ne? Meistens nehme ich so einen Roll-On von Garnier, den Magnesium-Roll-On und dann entweder Barbershop oder mal irgendein anderes Spray-Deo einfach oben rüber. Das ist jetzt mein Update für die nächsten Wochen. Gebe ich euch natürlich ein Feedback. Reden wir schon drüber. Mir wurde neulich ein Video in meiner For You-Page gespült und ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht. Das ist eine Zahnbürste. Dr. Best hat jetzt die Pantone Color of the Year 2024 Peach Fuzz Zahnbürste rausgebracht und ich habe sie nämlich tatsächlich gekauft. Wisst ihr, wie teuer das war? 6 Euro. Für 2 Zahnbürsten. Ich weiß, Dr. Best ist wirklich ein bisschen teurer, aber die sind halt schon sehr hübsch, ne? Oh, die sind wirklich, wirklich hübsch. Die sind halt so,
Peachy. Und die haben ein kleines Herz vorne drauf. Also ich glaube, das ist der Höhepunkt von Instagram-Aesthetics, wenn jetzt auch Zahnbürsten in einer Farbe sind. Aber die sind wirklich hübsch. Ich musste sie einfach mitnehmen, weil alleine dafür, dass ich sie euch zeigen konnte, habe ich sie mitgenommen. Die sehen schon echt süß aus. Sie haben auch, damit man sie gut unterscheiden kann, einmal ein leeres Herz und auf der anderen Seite ist hier nochmal ein ausgemaltes Herz. Also ich weiß nicht, wie viele Royalty-Gebühren Dr. Bess jetzt hier an Pantone zahlen musste. Wahrscheinlich viel, dass sie die Farbe so benutzen dürfen und das Logo. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Zahnbürste und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht das auch jedes Jahr gibt. Vielleicht macht das ein bisschen günstiger. Am Ende des Tages ist es halt auch wirklich, ne? Kommt ein bisschen runter von eurer Preispolitik, ihr süßen Brands. 6 Euro, 6 verdammte Euro für Zahnbürsten und selbst 4 Euro wäre zu viel für die Zahnbürsten gewesen. Es ist einfach nur Plastik. Okay, wir hüpfen mal kurz zu meinem Make-up. Ihr fragt euch sicherlich, Maxim, warum siehst du so aus, als wärst du gerade im Urlaub gewesen? Ich wünschte, es liegt ehrlich gesagt so ein bisschen daran, dass Danny und ich gerade sehr, sehr viel draußen waren in den letzten Wochen. Jeden Tag sind wir eure 10. 20.000 Schritte gelaufen und da habe ich dann doch wohl ein bisschen Farbe bekommen. Aber ich habe auch den neuen Art Deco Bronze Stick benutzt. Es gibt ihn auch als Kontrastick. Ich habe ihn aber nicht mehr gefunden. Es tut mir wirklich leid, aber ich blende euch hier einfach mal ein, wie ich diesen Bronze Stick aufgetragen habe. Ihr habt eine sehr, sehr schöne, sehr hochwertige Verpackung. Also es ist zwar Kunststoff, aber es fühlt sich gut an. Das ist sehr, sehr harter Kunststoff. Das ist die Farbe 1. Es gibt die auch noch in 3, glaube ich, oder in 2. Die ist deutlich, deutlich kühler. Ich habe mich heute aber für den warmen Ton entschieden. Und das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Also auch in dem Swatch super cremig. Du kannst damit sehr, sehr gut auch im Nachgang einfach nochmal so ein bisschen hier rüber gehen, wenn du willst. Über die Augen gehen. Mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt davon auch die passenden Blush-Sticks. Ich habe, glaube ich, bei Insta oder bei TikTok ein Video dazu auch schon gemacht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Ansonsten blende ich euch einfach hier nochmal parallel mit ein. Es gibt eine neue Sommerkollektion von Art Deco und die ist wirklich schön. Mein Favorit aus der Kollektion sind aber auch noch diese Lip Chubbies. Gerade die Farbe 25. Das sind so glossy Lippenstifte in so einer Stiftform. Wirklich sehr, sehr gut für unterwegs. Kann man gut auf den Lippen auftragen. Ihr kennt mich aber, ich habe den als Blush benutzt. War das ein sehr, sehr schöner, blushiger, nudiger, sehr softer Ton ist, den man gut aufbauen kann. Es gibt dem Ganzen auch nochmal so einen leichten Glow auf die Haut, auf den Lippen natürlich auch. Auch hier gibt es viele verschiedene Farben. Wie gesagt, ihr habt das Video eben gesehen. Sehr, 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 sehr schöne Neuheiten von Art Deco. Art Deco wirklich mittlerweile so eine richtige Love-Brand von mir geworden, weil die einfach liefern. Die liefern, die liefern, die liefern. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Wir machen natürlich gleich weiter mit Make-up, aber wir gehen einmal kurz zu den Babyprodukten. Und da bin ich sehr gespannt. Vielleicht habt ihr davon schon was mitbekommen. Nivea hat jetzt die Nivea Babyreihe. Ich weiß nicht, ob die Babyreihe an sich neu ist, aber diese beiden Schätzchen sind neu. Es gab auch noch ein drittes Produkt, das habe ich aber nicht mitgenommen. Hypoallergene Formel, meine erste Creme mit Mandelöl, Vitamin B5. Vitamin C und Vitamin E von Kinderärzten und Müttern bestätigt. Unsere milden Formeln sind besonders pflegend, vegane und biologisch abbaubare Formel, frei von Mikroplastik, mineralölfrei und parabenfrei. Und die Nivea-Creme ist ja bei vielen Favorit und manche munkeln, dass sie so von der Textur her ähnlich ist wie die La Mer-Creme, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber ein großer Kritikpunkt war halt immer das Mineralöl da drin. Ne? Mineralöl ist generell nicht so cool und gerade in Pflege, in Make-up bin ich dann nochmal ein bisschen anders, aber in Pflegeprodukten. Jetzt haben die das in so einem klassischen Nivea-Tiegel rausgebracht. Ist doch dasselbe, oder? Meine erste Creme. Ach so, und dann gibt es noch die Softcreme. Ich dachte mir, dass sie vielleicht wirklich so ist wie die klassische Nivea-Creme. Die ist ein bisschen geliger von der Textur her. Ich glaube, ihr könnt sehen, sehr, sehr leichte Textur. Sie riecht, glaube ich, ein bisschen, aber nicht so doll. Sehr, sehr weich, sehr, sehr wässrig von der Textur her. Wir probieren sie mal auf dem Arm kurz. Ja, die ist so ein bisschen matt. Also das ist jetzt nicht so eine super dicke, so die Nivea-Creme, da glänzt ja wie eine Speckschwarte. Die fühlt sich sehr, sehr gut an. Ganz mild und zieht super, super schnell ein. Deswegen probiere ich es einmal kurz hier so ein bisschen. Vielleicht ist das was fürs Gesicht. Ich muss das mal ausprobieren. Das wollte ich jetzt vor der Hochzeit aber nicht mehr machen. Gibt es einmal in dieser Dose. Und es gibt auch die Softcreme. Ne? Das ist ja auch so ein Klassiker. Denny benutzt sie, glaube ich, immer. Nur halt die für Erwachsene und nicht die für Babys. Für Gesicht und Körper. Die ist von der Textur her, würde ich fast sagen, sehr ähnlich. Vielleicht nur noch ein bisschen wässriger. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung gemacht. Dann schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir haben noch einen kleinen Flop, befürchte ich.
Sundance, die DM-Eigenmarke für Sonnenschutzprodukte, hat eine neue LE und natürlich im Zuge des Sommers sehr, sehr viele sommerliche Sonnenschutzprodukte rausgebracht. Unter anderem das Haarparfum mit Lichtschutzfaktor 30. Das fand ich ganz spannend, weil viele haben. Oh, ich habe richtig, richtig Ärger bekommen. Ne? Ich habe euch neulich ein Flop-Produkte-Video gezeigt und da war, glaube ich, auch dieses Spray von Balea mit dabei und ich habe. Mir hat es nicht gefallen, aber vielen von euch hat es gefallen. Ne? Und das ist so schön zu sehen, dass nur weil mir etwas gefällt, heißt es nicht, dass es euch gefällt und andersrum genauso. Aber trotzdem müssen die Haare natürlich irgendwie vor der Sonne geschützt werden und ich renne halt nicht mit Sonnencreme durch die Gegend, also auf meinem Kopf rum. Und jetzt haben sie das hier rausgebracht. Ein Haarparfum mit Lichtschutzfaktor 30 duftet nach Sommerwiese. Wo auch, ja, wenn ich an Sommerwiese denke, denke ich halt nicht an einen schönen Duft. Ne? Sondern es riecht nach Heu, es riecht nach Allergie und es riecht nach Pollen. Okay, so. Wir haben mindert Haarschäden, die durch den Einfluss von UV-Strahlen entstehen können. Langanhaltendes frische Gefühl umhüllt die Haare mit einem sommerlichen, frischen Duft. Ich habe vorhin mal kurz gesprüht. Das riecht halt ein bisschen. Also erst riecht es nach Desinfektionsmittel, Alkohol natürlich und dann nach Sonnencreme. Die Sommerwiese, die rieche ich nicht. Rieche ich nicht, tut mir leid. Also der Erwart. Na, dürft da nichts erwarten. Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht vom Duft. Vielleicht hilft es was. Komm, jetzt machen wir das hier auch nochmal mit drauf. Vielleicht tut's was, kann ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen, aber wirklich von dem Duft erwartet nichts. Es fühlt sich auch so ein bisschen ölig an, deswegen wäre ich da vorsichtig mit in den Haaren, gerade am Ansatz. Und das ist ja eigentlich der Ort, wo am meisten die Sonne raufkommt, wobei eigentlich ne, die Spitzen. Gut, da merkt ihr, ne, das ist nicht so meine Expertise. Probiert's mal aus, ich würde es eher vielleicht in den Längen benutzen, aufgrund der Textur und dieser öligen Textur. Ansonsten vom Duft her. Ja, war jetzt nicht so. Ich will einmal noch kurz zu den Lippen und da wollte ich euch nochmal hier die 2000 Calorie, die Lip Glaze Produkte von Max Factor zeigen. Die sind sehr, 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 sehr gut. Gibt die in 6 verschiedenen Farben. Ich habe hier die Farbe Nectar Punch, ist meine liebste Farbe aus der Kollektion. Das Füßchen ist gigantisch groß. Das ist so ein XXL Concealer Füßchen. Die riechen ganz, ganz leicht nach Vanillemilch und haben einen extremen Spiegelglanz. Also in Nectar Punch sind auch nochmal Schimmerpartikel mit drin, in nicht allen. Super, super glossy. Und die geben halt den Lippen so einen Plumping-Effekt. Die sollen so ein bisschen Plumping sein. Die sind auch ein bisschen Plumping, aber nicht so, dass du das Gefühl hast, die brennen gerade die Lippen weg. Das ist meiner Meinung nach eher so ein Produkt, das gibt euch einfach einen Glow auf die Lippen und pflegt die Lippen gleichzeitig. Ne? Hier ist schon eine Menge drin. 4,4 Milliliter, ein großes Füßchen, perfekt für unterwegs. Eine Vielzahl an Farben. Und Max Factor ja mittlerweile eh auch eine meiner. Ja, Brands in der Drogerie, die ich gerne benutze, weil sie einfach immer die liefern. Ne? Die bringen halt nicht alle 6 Tage, alle 6 Werktage eine neue Kollektion raus, sondern die bringen qualitativ gute Produkte raus, die einfach auch ein bisschen mehr Zeit benötigt haben. Und ich habe noch was anderes, und zwar von Balea Beauty Expert. Ich habe lange nichts mehr von Beauty Expert benutzt. Ich glaube, das letzte Mal war dieser Reinigungsbalsam. Rückblickend ist das nicht so mein Favorit gewesen. Ist mir einfach zu fest, aber. Wir haben einen Vitamin C Augenbooster mit 2% Vitamin C und 2% Koffein. Tube aus mindestens 50% Recyclingmaterial ohne Verschluss. Morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut rund um die Augenpartie auftragen. Hergestellt in Italien. Das ist so krass. Ne? Seit der Pandemie sieht man einfach, wie die Marken, viele Marken, viel regionaler in Anführungszeichen europäischer produzieren als vorher beispielsweise, weil es einfach einfacher ist, an die Produkte ranzukommen, wenn wieder irgendwas los ist auf der Welt. Ich habe ein bisschen mal genommen, kann jetzt keinen Duft wahrnehmen. Die ist eine recht dicke Textur, eine sehr dicke Augentextur. Fühlt sich gut an, klebt nicht, macht keine Fäden. Kann ich mir gut unter den Augen vorstellen. Muss ich natürlich auch noch testen, aber auch hier keine neuen Skincare-Produkte vor der Hochzeit mehr. Wir fahren morgen einfach los und ich habe ja, guck mal, es war mir sogar schon egal, dass ich hier mit einem Pickelpatch auf der Stirn ein Video mache. Was muss, das muss, ne? Das seht ihr dann am Mittwoch. Es gibt nämlich eine neue Limited Edition von Trend It Up. Und da habe ich auch lange keine mehr gesehen, wo ich dachte, die könntest du dir mal angucken. Das ist die Feel the Summer Kollektion mit Lip-Nektar-Produkten, Lidschattenpalette, Glow Drops ist alles mit dabei. Das seht ihr am Mittwoch um 17:55 Uhr, 18 Uhr hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.